Hi Aquarellfreunde, ich zeige euch heute, wie man in der Aquarellmalerei verschiedenartige Kanten malen kann. Alle Infos und Kantentypen findet ihr in meinem Buch Die Kunst der Aquarellmalerei Stadtansichten aus dem EMF Verlag. Und jetzt geht's los mit den harten Kanten. Und als erstes habe ich gerade einen Strich gemacht auf trockenem Papier mit nassem Farbauftrag. Dadurch entstehen harte, kontrollierte Kanten um den Strich herum. Als nächstes zeige ich euch die Trockenpinseltechnik, die erzeugt harte, unkontrollierte Kanten. Da diese Sprenkeleffekte zwar einigermaßen kontrolliert sind, aber nicht exakt an der Stelle sind, wo ich sie haben will. Das sieht man hier in dem Beispiel. Jetzt geht es besser, wenn ich den Pinsel bauchig nehme. Wichtig dabei war, dass ich das Wasser aus dem Pinsel rauslaufen habe lassen und dann ist der Pinsel relativ trocken und diese Trockenpinseltechnik funktioniert. Für die nächsten zwei Kanten feuchte ich das Papier an. Die erste Variante ist die Nass-in-Nass-Kante. Das heißt, ich habe nasses Papier und gehe mit einem nassen Farbauftrag, mit einer nassen Mischung hinein und es verläuft unkontrolliert. Die vierte Variante ist die Trocken-in-Nass-Variante. Das heißt, ich lasse das Wasser oder die Mischung wieder rauslaufen und mache auf feuchtem Papier, wichtig, feuchtem Papier, nicht zu nassem Papier, einen kontrollierten Pinselstrich, wichtig, feuchtes Papier und trockener Pinsel.